Hallo ihr Lieben, heute nicht am Mittwoch, aber dafür am Donnerstag, einen Tag später, ein Video zu einem wunderbaren neuen Öl, beziehungsweise das Öl ist jetzt nicht so neu, aber aktuell in den Angeboten, den Bogos, die viele von euch vielleicht auch kennen schon. Das sind immer Angebote von doTERRA, wo bestimmte Kombinationen von Ölen rausgesucht werden oder anderen Produkten. Und wenn man das erste dann kauft und für sich entscheidet, das haben zu wollen, dann bekommt man ein zweites Geschenk dazu. Es gibt auch immer ein Set, wo alles zusammen ist und es noch ein extra Geschenk gibt. Und da ist nämlich unter anderem ein tolles Angebot dabei, wo man das Guayaquil Öl geschenkt bekommen kann. Ja, ich habe es leider nicht da, weil ich schon aufgebraucht habe. Deswegen freue ich umso mehr, dass es bald wieder da ist und ich es als Geschenk mitbekomme. Da habe ich die Copaiba-Kapseln bestellt, dann gibt es als Geschenk dazu. Und ich möchte euch ein bisschen was erzählen, weil das ist ein ganz, ganz besonderes Öl. Ja, also erstmal ein schwieriger Name, Guayaquil, Guayaquil-Holz, ja, wird aus einem tollen Baum, aus einem sehr besonderen Baum, dem Bauminneren, ehrlich gesagt, dem Holz, aus Südamerika in Paraguay destilliert durch Dampfdestillation. Und das ist so ein festes, zähflüssiges Öl, dann ätherisches Öl, was man da gewinnen kann, was nochmal auch bei doTERRA jetzt mit Kokosöl etwas verdünnt ist, dass man dann tatsächlich auch so überhaupt erst tropfen und anwenden kann. Ja? Durch diese Verdünnung ist es aber gut handelbar, ist ganz, ganz toll für Hautgeschichten, weil es die Haut klärt, bei Hautirritationen auch gut hilft. Man kann es also gut für die Hautpflege auch verwenden. An sich ist es ein tolles Öl für die Meditation, für eure Yoga-Praxis, weil es ein unglaublich erdendes, beruhigendes Aroma hat. Also es wirkt definitiv aufs Nervensystem und unterstützt so diese Erdung, dieses Ankommen, dieses zur Ruhe kommen. Also gerade in schwierigen Zeiten, wenn vielleicht viel los ist und ihr nur so rumschwebt und im Vata seid, ja, dann kann euch das gut helfen, um einfach runterzukommen. Ja? Das Aroma ist tatsächlich sehr holzig, sehr erdig. Ich mag es sehr, sehr gern. Es erinnert mich ein bisschen an Palo Santo, aber es ist schon ein bisschen anders auch. Wird in Südamerika auch von den indigenen Völkern schon immer verwendet, unterstützt für Parfüms, für Hautpflegeprodukte und so, ja, aufgrund dieser Wirkung, aber auch tatsächlich für spirituelle Praktiken, ja, und hat so dieses heilige Holz auch, ist es bei denen auch unter anderem. Genau. Das waren so diese Haupt, sag ich mal, Anwendungsarten. Ich nutze es wahnsinnig gerne auch im Diffuser zusammen mit, manchmal auch zusammen mit Sandelholz, weil das tatsächlich noch ein bisschen anders ist, und auch Vanille zusammen, finde ich es wahnsinnig schön. Vielleicht ein bisschen Sternanis noch dazu. Sehr, sehr schön, gerade in dieser Herbst- und Winterzeit auch als Kombination, kann ich sehr empfehlen. Genau. Emotional ist ein super spannendes Öl. Und da möchte ich euch auch ein bisschen was dazu erzählen. Es hilft nämlich so bei der Selbstfindung, ja, an seine innersten Gefühle ranzukommen, wenn man da vielleicht manchmal Probleme hat, sich klar zu werden, was man wirklich will, was so seine Ziele sind und worauf man sozusagen auch im Leben Wert legen möchte, was man für sich haben möchte. Und ich glaube, das beschäftigt doch einige von uns, ja. Ist auch gut so, mit dem Alter gerade macht man sich da auch einfach irgendwann mal drüber Gedanken, das ist auch gut so. Und der eine früher, der andere später, hängt auch ganz von den äußeren Umständen ja immer ab. Und da kann euch das, dieses Öl wirklich gut helfen, um weiter da in diese Gedanken und in diese, sag ich mal, ja, Gedanken einfach reinzukommen, ja, kann ich jetzt gerade nicht anders besser ausdrücken. So, ich lese euch ein bisschen was wieder vor. Also Guayaquil-Holz, Öl der Selbstfindung, ist eben auch ein heilendes Holz, ja, in dieser Hinsicht, und wird eben aus dem Kernholz von diesem Baum gewonnen und stellt eine Verbindung zu den innersten Gedanken und Gefühlen her und offenbart so verborgene geistige und emotionale Blockaden. So wie dieses harzähnliche Öl, weil es eben so wahnsinnig yin ist, so wahnsinnig dickflüssig ist, erwärmt werden muss, bevor es sich in eine gießbare Flüssigkeit verändert, ermutigt Guayaquil-Holz den Menschen nachzugeben, um Türen wieder zu öffnen, die lange Zeit vielleicht verschlossen waren. Ja, also wenn wir ganz tief Sachen in uns drin haben, die wir vielleicht aus guten Gründen einfach nicht uns damit beschäftigen wollten, herausholen wollten, weil es noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür da ist, dann vielleicht der Zeitpunkt, es dann einfach in Angriff zu nehmen und
Stück für Stück sich damit zu beschäftigen und damit zu arbeiten. Genau. Interessant ist auch, dass es tatsächlich für viele Leute unterschiedlich riecht, je nachdem, welche Themen da so auch anstehen. Und hilft auch sehr gut für Leute, die sich mit Chakrenarbeit vielleicht beschäftigen, die Chakren auszugleichen, den Energiefluss zu stabilisieren, was ja auch ganz, ganz wichtig ist fürs Wohlbefinden, für die Gesundheit, emotional, körperlich auch. Und da ist das auch ein ganz tolles Öl, was ausgleichend wirkt. Genau. Fällt mir jetzt gerade noch ein. Genau. Goldholz lehrt, dass wahrer Frieden erst dann entsteht, wenn der Mensch sich mit dem verbunden hat, wovor er davonläuft. Es erinnert ihn daran, dass das, wogegen sie sich wehren, in ihnen bleibt und Energie aufzehrt und ihre spirituellen Fähigkeiten hemmt. Sie beleuchtet die Abwehrmechanismen, die sie im Laufe der Zeit aufgebaut haben und die Art und Weise, wie sie sich von ihrer höchsten Wahrheit trennen. Seine Botschaft ist, dass sie alle Aspekte ihrer selbst annehmen müssen, um ein authentisches und ehrliches Leben zu führen. Auch die Teile, die sie vielleicht im Moment noch fürchten. Es versichert, dass sie stärker, fähiger und widerstandsfähiger sind, als sie es für je für möglich gehalten haben. Und man wird dazu ermutigt, mit dem Öl zu meditieren und zu wirklich zu entdecken, was es auf dem Weg sozusagen dieser Selbstentdeckung, was man da erfahren darf. Ja? Also wirklich so dieses, finde zu dir selbst, zu dem, was für dich wichtig ist. Das ist für jeden was anderes und das ist auch gut so. Und lass dich doch dabei unterstützen. Und da kannst du unter anderem mit so einem wunderbaren ätherischen Öl wie Guayaquil arbeiten. Herzensgrüße an euch. Alles Liebe. Tschüss.